Willkommen zu einem neuen Video von Tipps, Tricks, Kurioses und Wissenswertes. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr ein Bratthermometer bei einem Siemens Dampfbackofen Q700 verwendet. Aber zuerst könnt ihr noch meinen Kanal abonnieren sowie die Glocke aktivieren, damit ihr keines meiner neuen Videos mehr verpasst. Bis gleich! Schaltet dazu zuerst den Backofen ein. Dann geht ihr ins Menü, Gerichte, Geflügel, Ente, Entenbrust. Als Tipp bekommen wir hier Rost auf Universalpfanne Höhe 3. Dies wollen wir aber nicht machen, da wir unsere Entenbrust in eine Auflaufform hineinlegen und diese dann auf den Rost stellen, welcher sich aber auf der Höhe 3 bereits befindet. Zusätzlich wollen wir das Bratthermometer verwenden, was wir hier in der Seite einstecken. Und ihr seht, oben im Display hat es gerade eben angezeigt, Bratthermometer eingesteckt. Es zeigt hier oben 57 Grad ein, was eigentlich perfekt für eine Entenbrust ist. So, nun werden wir diese erstmal zubereiten. Die Zubereitung der Entenbrust könnt ihr in einem Video anschauen, welches ich euch hier oben verlinkt habe. Die bereits zuvor angebratene Entenbrust stellen wir nun in den Backofen und stecken das Thermometer bis zum zweiten Strich in die Brust hinein. Und starten das Programm. Nach einer halben Stunde könnt ihr dann die Ente aus dem Backofen herausholen. Ihr zieht das Bratenthermometer ab. Nehmt die Ente heraus und schneidet diese, wie in dem Rezept angegeben, in kleine Stücke, nachdem diese nochmal 5 Minuten abgekühlt hat. Lasst es euch schmecken, schreibt mir in den Kommentaren, wie es funktioniert hat. Lasst mir ein Like da, wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat und abonniert auch meinen kostenlosen Kanal, damit ihr keines meiner neuen Videos mehr verpasst. Am besten aktiviert ihr dazu noch die Glocke. Bis bald!